Den Heidelbergern schlottern heute die Knie, denn sie haben es zu tun mit denjenigen, die am Donnerstag die Nummer 1 der Tabelle mal ebenso vom Platz gefegt haben, den Steeples. Sag mal, heute müssen doch einfach die Steeples einfach über den Platz fliegen, euphorisch da sein und glauben, die schaffen wir doch, oder? Ja, also wenn sie die Leistung vom Donnerstag wieder abrufen können, dann haben wir eigentlich eine gute Chance auf den Sieg. Allerdings war das, haben wir da deutlich über unseren Möglichkeiten gespielt, meiner Meinung nach. Da lief ja alles top. Man kann nicht damit rechnen, aber ich denke mal, das wird heute ganz gut werden und wir gehen mit dem Sieg raus. Klingt aber also schon zurückhaltend, ne? Also ein bisschen Glück war da scheinbar am Donnerstag dann doch mit dabei, oder? Ja, ein bisschen Glück braucht man auch. Also, ah, das werden die heute auch haben. So eine Mannschaft. Ja, Glück muss man sich erarbeiten und wir waren oft knapp dran und haben oft viele Spiele dumm verloren im Laufe der Saison. Und am Donnerstag lief eigentlich mal alles top. Jetzt schauen wir mal, was wir heute auf die Reihe kriegen. Ja, das wird jetzt nachher auch so werden. Gucken wir mal, ob die Steeples jetzt in der ersten Halbzeit genau die gleiche Leistung abrufen können wie Donnerstag. Bis gleich. Sich aber warm geworfen. Ne? Am Anfang sah es ja doch noch so aus, als ob es ein ausgewogenes Spiel wird, wo beide Mannschaften gleich stark sind. Aber jetzt, so kurz vor Schluss, haben die Steeples einen richtig komfortablen Vorsprung rausgeholt. Es steht 49 zu 37. Hättest du das gedacht, dass das so gut läuft jetzt schon? Ja, klar. Gell? Ehrlich zu sein, ja. Wir haben eigentlich die gleiche Intensität von Anfang an ins Spiel gebracht wie am Donnerstag. Die Trefferquote wird jetzt zum Ende hin auch deutlich besser, vor allem von der Dreierlinie. Und es läuft so, wie wir uns das alle vorstellen. Ja, wobei, ich habe dich zwischendurch mal beobachtet. Also so ein bisschen mitgelitten hast du ja schon zwischendurch jetzt schon, wenn mal die Gegner einen Korb gemacht haben. Ne? Ja, das ärgert einen einfach. Man sieht lieber die Körbe von der eigenen Mannschaft als die vom Gegner. Mit 90 zu 81 Punkten. Jetzt mal ganz ernsthaft, hättest du das jetzt wirklich gedacht? Erwartet habe ich es nach dem Donnerstagsspiel schon. Wie vorher schon gesagt, wenn wir die Intensität hochhalten, dann haben wir eine super Truppe, das wissen wir. Und im Großen und Ganzen war es, glaube ich, ein verdienter Sieg. Aber schon überraschend, dass die es wirklich bis zum Schluss durchgehalten haben. Ne? Also viele haben ja gedacht, dass jetzt in den letzten 10 Minuten dann die Kraft dann doch nachlässt. Aber war überhaupt nicht so. Ne? Das sind junge Kerle, die müssen springen bis zum Umfallen. Das muss gehen. Ja, schade, schade. Heidelberg hat verloren. Jetzt habe ich hier einen ganz besonderen Fan neben mir stehen. Der hat nämlich beide Schals an. Einmal von den Steeples und einmal tatsächlich von Heidelberg. Ja, wie lässt sich das denn heute bitte vereinbaren? Es ist ganz schwierig, aber ich bin mit Vorfreude hierher gekommen. Und die Grüße da drüben von Heidelberg grüßt die Steeples, kommen nicht von ungefähr. Wir haben eine Fanfreundschaft mit den Ehingern seit etwa 7 Jahren. Und es ist einfach fantastisch, wieder hier zu sein. Ehingen hat eine Wahnsinnsentwicklung hinter sich in den letzten 2 Jahren.
Ja, und mit dem heutigen Tage, trotz Niederlage für die Heidelberger, aber wie gesagt, in meinem Herzen schlagen einfach zwei Vereine.